eins habe ich noch vergessen. Raumduft, ja, tabakig, süß, angenehm. Nichtraucher würden jetzt nicht unbedingt das Weite suchen. Und ja, ich bin gerade am Testen. Ich habe ein neues Handy. Habe die Ehre, grüß euch. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich. Und ich wollte noch mal kurz sagen, im letzten Video ging es um Pfeifenstopfer. Da habe ich ja dieses Corona Oldboy, dieses China Oldboy, habe ich gesagt, das nutze ich nicht. Natürlich nutze ich das schon, aber den Stopfer halt nicht. Aber ich weiß nicht, ob da Missverständnisse aufgekommen sind. Wollte ich jetzt mal ausräumen. Um was geht's heute? Heute geht es um den Choo-Choo Train von DTM. Dieser Tabak besteht hauptsächlich, also eigentlich nur aus Virginia, verschiedenen Virginia-Tabaken. Ein leichtes Honig- und Vanille-Casing-Topping. Nein, nicht Topping. Casing. Habe ich ja beim Patrick gelernt. Hat das super Video gemacht. Wenn ich mir das Tabaksbild so anschaue, der kommt in dem Flake daher. Schaut er so aus. Ein wunderbares Bild. Wirklich Wahnsinn. Gefällt mir ganz gut. Etwas größer als die normalen Flake-Scheiben. Und ich habe den jetzt hier aufgerubbelt in der kleinen Pfeife. Ja, habe hier so, der hat keine Bindemittel. Deswegen ja, zerfällt er eigentlich, wenn man den, wenn man die Flakescheibe abnehmen möchte. Dann schaut der halt so aus. Und dann habe ich den noch ein bisschen mehr aufgerubbelt und hier in die Pfeife eingeführt. Eingebracht, muss man sagen. Und ja. Ich habe den auch ein paar Minuten rausgelegt, weil er doch etwas feuchter ist, finde ich. Also DTM eigentlich untypisch. Und ja, geschmacklich. Jetzt machen wir erstmal Geruch. Kommen schon ganz durcheinander. Und zwar leichte Anklänge von Heu. Ja, strohig, heuig. Man riecht eine Honigsüße, man riecht den Honig, sondern ich würde sagen Waldhonig. Zumindest dieses Aroma. Nur bei dem Vanille muss ich leider passen. Also ist nicht so stark zu schmecken wie beim SVH oder Pöschel Nummer 1, ja, Blend Nummer 1. Also wenn ich sage schmecken, riechen natürlich. Rieche ich ja ganz dezent, wenn überhaupt. Ja, dann werde ich noch mal kurz nachzünden. Wie gesagt, nachdem ich den rausgelegt habe und den so eine Viertelstunde, 20 Minuten, nachdem ich ihn aufgerubbelt habe, liegen gelassen habe, lässt er sich optimal, also hat er optimale Feuchtigkeit und geschmacklich Virginia Süße. Sehr lecker. Ja, gegen Mitte der Pfeife ja, schmecke ich da noch eine leichte Malzigkeit. Er wird ein wenig stärker, der Tabak, wobei der wirklich eine, ja, maximal eine 2 hat. Also kann man ganz gut nebenbei rauchen, ist für mich ein Old Day Smoke. Ja, ab und zu vermag ich ein bisschen Vanille zu erriechen.
Ist ein leckerer Tabak. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Abbrand ist eigentlich sehr gut. Ja, brennt sehr gut ab. Wie gesagt, geschmacklich. Virginia-Süße unterstützt vom Honig. Leichte Vanille. Leichte Heuigkeit im Geruch. Im Kaltgeruch. Leichte Heuigkeit. Stroh, Heu. Wenn man am Tabak kalt riecht. Und die... alles in allem ein guter Tabak. Und jetzt kommen wir zu der Frage der Fragen. Würde ich mir den nochmal kaufen? So schnell nicht. Ist kein schlechter Tabak. Aber ich weiß nicht, überzeugt mich nicht gänzlich. Da muss ich echt sagen, gibt es andere Tabake, die mir wesentlich besser schmecken. Und 10,25 ist okay. Mittlerweile 10,90. Hat mit Sicherheit seine Freunde, sonst wird sie nicht schon länger auf dem Markt geben. Jetzt nutzen wir mal den Pfeifenstopfer. Wie gesagt, kann man den ganzen Tag vor sich hin rauchen, ist nicht schwer. Kann man in der Früh rauchen, wenn einer sagt, ich verkrafte in der Früh Nikotin nicht. Dann kann man den natürlich in der Früh oder als erste Pfeife rauchen. Kannst aber den ganzen Tag durchrauchen, ist ein super Tabak. Aber ein Tabak, ja, der jetzt irgendwie nicht unbedingt komplex ist, ist ja klar. Es sind nur, also in Anführungszeichen, um Gottes Willen, nur Virginias mit eingebracht in den Tabak. Aber er ist schmackhaft, er ist lecker. Macht Spaß, den Tabak zu rauchen. Ja, und dann habe ich hier noch einen Cappuccino mit Karamellgeschmack. Und George, das ist für dich, noch ein Espresso drauf. Allerdings mit 2 Stück Süßstoff. Aber schmeckt lecker. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, pfiat euch. Servus, ciao. Ja, ich bin gerade am Testen. Ich habe ein neues Handy. Und stelle hier gerade in der Regieansicht eben halb ein vom Bild. Es ist stark bewölkt und ja, macht aber ganz ein gutes, für mich jetzt zumindest auf dem Handy, ein ganz ein gutes Bild. Ton kann ich noch nicht sagen. Ton muss ich ja mir dann selbst anhören. Aber ich hoffe, es ist eine leichte Steigerung. Das soll es auch schon wieder gewesen sein.